Hallo und herzlich willkommen bei Kreativ und Verspielt. Neben mir sieht ihr den Benny und an meiner Seite, die heute mit dunklem Lippenstift, weil er leer werden muss, Nicke. Ich wollte noch was dazu sagen. Flexende. Ist so, flexen. Dunklem Lippenstift. Flexende. Ja. Wir haben einen neuen Spieltest für euch und zwar dreht sich alles so um. Das erste DLC von Wolong Fallen Dynasty. Und zwar nennt sich das Kampf um Song Yuang. Song Yuang? Ja. Auf welche Plattform hast du es gespielt? Ich habe es auf der PS4 gespielt, aber natürlich gibt es das DLC wie auch das Hauptspiel, was ihr da oben in der Ecke findet als Test für die PS4, für die Xbox One, XS und für den PC. Wahnsinn. Da habt ihr alle Möglichkeiten. Was hat es gekostet? Ich habe mir direkt den Season Pass geholt, weil es tatsächlich so ist, dass man immer 5 Euro spart bei Team Ninja. Ich habe 24,99 € bezahlt. Die DLCs kosten einzeln 9,99 €. Und es gibt 3 am Ende. Also spart man 5 Euro ungefähr. 25 hast du bezahlt. Genau, 24,99 €. Ja, 5 Euro. Gutes genau. Geschäft gemacht. Wie lange braucht man für dieses Geschäft? Das ist eine interessante Frage, weil ich habe erst 15 Stunden gespielt, dann kam ich bei dem Endboss nicht weiter, dann habe ich 30 Stunden lang das New Game Plus gespielt, um dann wieder zurückzukommen in das DLC. Also wenn man meinen Ausritt in das New Game Plus aufgrund dessen, dass ich zu schwach war für den Endgegner, mit dazu rechnet, habe ich für dieses DLC 48 Stunden gebraucht. Stabil, auf jeden Fall. Da war die Kohle raus für 10, 48 Stunden feinsten Spielspaß. Sogar für den Season Pass habe ich schon raus. Ja, hast sogar den Season Pass auch raus. Brauchst die anderen gar nicht mehr spielen, aber du kannst natürlich, um so das Maximum an Geld rauszuholen. Nee, das hört sich doch ganz gut an. Das scheint schwer gewesen zu sein. Ja, der war. Also es ist ja so, bei Nioh 1 ist es so gewesen, dass gesagt wurde, macht am besten erst New Game Plus, bevor ihr in das erste DLC auf normalem Schwierigkeitsgrad geht. Bei Nioh 2 war es so, ihr könnt das DLC einfach hinten dran hängen, ihr müsst nicht besonders stark sein, ihr müsst das nur Game Plus nicht machen. Und hier sind sie wieder zurück zu den Wurzeln gekommen. Back to Roots. Es war hart. Apropos Roots, wie war die Story davon? In diesem DLC geht es praktisch darum, dass ihr Teil von Cao Caos Armee werdet und er versucht, die Song Yuan Region unter seine Fittiche zu nehmen. Diese Geschichte wird innerhalb von 3 oder 4 Hauptmissionen und einigen Nebenmissionen erzählt, wie man das schon kennt. Gut, dann sind wir jetzt schon bei der Spielmechanik. Geändert hat sich jetzt nicht so viel zum Hauptspiel. Allerdings habt ihr eine neue Gottbestie dazu bekommen. Ihr habt natürlich neue Generäle, sage ich jetzt mal. Also Lu Bu ist ja so der gewesen, bei dem im Hauptspiel viele verzweifelt sind als großer General und jetzt habt ihr halt den Dian Wei dabei, wo ich fast verzweifelt bin. Dann habt ihr eine neue Gegnerart oder mehrere neue Gegnerarten tatsächlich und ihr bekommt allerdings auch eine neue Waffenart und die heißt Cestus oder Cestus, also mit C am Anfang. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Mhm. Auf jeden Fall ist es sowas. So ein Schlagring. Ja, nee, so Schläge. Ja, halt. So Handschuhe. Ja, genau, so Handschuhe, das sind das. Das bekommt ihr dazu. Ja. Ansonsten ist es wie immer, ihr seid auf der Karte, wählt eure Missionen aus. Die Hauptmission, immer wenn ihr eine Hauptmission freigespielt oder fertig habt, eröffnet sich die nächste Hauptmission und auch kleine Nebenaufträge, die ihr dann anwählen könnt. Ihr sammelt natürlich wieder kleine Pandas, dessen Namen, Originalnamen ich immer wieder vergesse. Ihr sammelt auch verschiedenste andere Dinge und trefft natürlich auch andere Leute. Mit denen Kumas? Kumas? Nee. Ach nee, Kumas ist ja japanisch. Shunshikota oder so. Das ist ja chinesisch, stimmt. Ja, also es heißt, ich bin mir nicht sicher. Irgendwann kann ich es mir wahrscheinlich merken. Pandas. Ich sage immer nur Pandas. Ja, so sieht es eigentlich aus. Also ihr habt einiges Neues, aber das Spielprinzip bleibt das alte. Das hört sich doch ganz cool an. Wie war die Grafik? Die Grafik war auch wie am Anfang. Ach so. Ja, genau. Also gab es jetzt nichts dran zu meckern, sah gut aus. Es kommt immer noch nicht so richtig an Nioh 2, an das Remaster dran. Aber es trotzdem sieht sehr cool aus. Und ja. Grafik immer noch gut. Ich
Spielmechanik immer noch on top mit Fäusten. Wie war die Synchro? Du hast ja wieder auf Chinesisch gespielt. Genau, oder? Ihr müsst auch nichts anderes einstellen irgendwie. Wenn ihr am Anfang eingestellt habt, dann spielt ihr natürlich auch so weiter, weil ihr könnt auch direkt im Hauptspiel dann auf die neue Mission zugreifen. Mhm. Also ich habe auf Chinesisch weitergespielt und da hat sich jetzt auch nichts geändert. Die Synchro ist sehr schön. Ihr redet natürlich immer noch nicht. Ihr macht manchmal nur Mehr gibt ihr nicht von euch, aber dafür haben die anderen eine umso schönere Synchronisation. Die du natürlich alles verstanden hast. Auch die Übersetzfehler gefunden hast. Nee, aber ich habe einen Schreibfehler gefunden, ja? Aber das war im zweiten DLC. Krass. Krass. Auf jeden Fall, ja. Synchron, wieder on top Musik. Bei Nioh damals hat dir ja die Musik sehr gut gefallen. Wie sieht es hier mit der Musik aus? Ihr findet übrigens den Nioh-Test da oben in der Ecke. Da könnt ihr auch zum Nioh 2-Test reinschüttern, wenn ihr möchtet. Die Musik ist wie immer sehr gut in diesem Spiel, muss ich ehrlich sagen. Also da greifen sie an sich nie daneben, gerade bei den Bossgegnern. Die Musik ist, wenn man es sehr oft versucht und sehr oft scheitert, sehr eindringlich, sag ich mal so. ja, aber es ist wirklich, also das ist wieder so ein Spiel. Ich meine, den Nioh-Soundtrack habe ich ja auch da oben stehen. Vielleicht hole ich mir von Wulong auch noch den Soundtrack. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Solange ich ihn nicht im Auto hören muss, denn wie so geschrieben steht, eigentlich muss der Fahrer die Musik auswählen. Genau. Hast du noch etwas Sonstiges zu sagen? Also das Interessante ist, dass ich wusste nie so richtig, was mehr Power von der PS5 abverlangt, ob jetzt die Spielsequenz oder das Spielen selbst oder die Zwischensequenzen, auch sind tatsächlich Zwischensequenzen, weil mir die PS5 echt dreimal abgeschmiert ist bei Wulong. Immer wenn ich zu Dian Wei reingegangen bin, habe ich noch irgendwann gedacht, naja, vielleicht ist ja jetzt irgendwie bei der CD so eine Spur drin, weil ich schon so oft nochmal gemacht habe. Aber es hat dann natürlich was damit zu tun gehabt, dass ich schon vorbelastet war. Weil auf der neuen hat es dann durchgelaufen. Das war die alte noch. War noch die alte. Und dann habe ich ja gesagt, ich spiele erstmal alle alten Spiele auf der, bis dann das auch noch. Also am Anfang hat es sogar noch geholfen, dass ich neu installiert habe und dann habe ich die Sequenz zweimal gesehen und dann hat es wieder gehangen. Also schade. Scheinbar ist es tatsächlich so, dass diese vorgerenderten Sequenzen, wo man nichts tut, viel mehr Power brauchen als das, wo man wild herumdrückt. Krass. Und sich die Umgebung auf einen irgendwie einstellen muss. Ich habe eher gedacht, dass dieses Rumdrücken und Kämpfen mehr Power braucht. Ich hätte jetzt auch gedacht, das ganze Rumgespringe und dann, wenn viele Effekte halt auch sind, dann alles lasert. Aber das hat überhaupt keine Probleme gemacht, wirklich nur diese Zwischensequenzen. Aber dann gar nicht mehr. Ja, das war das. Und ich kann euch mal einen Tipp geben, was ich heute mal geschaut habe. Guckt mal auf die Wulong Fallen Dynasty Homepage drauf. Ich finde, die ist unfassbar gut strukturiert und gemacht. Auch sie ist ja natürlich komplett in Deutsch und sowas. Die ist echt cool. Also guckt da gerne mal drauf, auch wenn ihr das ganze Spiel noch nicht gespielt habt. Guckt euch einfach mal die Homepage an. Also so schön sollte eine Homepage immer sein. Das ist doch ein schöner Punkt für Sonstiges. Genau, dann sind wir eigentlich schon durch. Habt ihr es gespielt? Wollt ihr es noch spielen? Wie lange hinkt ihr an Dian Wei? Habt ihr ihn gleich gepackt? Als ich ihn dann nochmal gespielt habe, das ist ja, wie gesagt, das ist ja immer so. Wenn ihr sehr gute Reflexe habt, dann kommt ihr das sehr gut durch. Hat eure PS5 abgekackt? Habt ihr vielleicht auch schon das zweite DLC angefangen? Spielt ihr überhaupt Wulong? Oder die zweite PlayStation 5 angefangen. Ja, stimmt. Schreibt uns dies und noch vieles mehr bitte unten runter, dann freuen wir uns sehr. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund. Kreativ. Und verspielt. Tschüss. Tschüss.